So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFT Live Trading TV-Formats. Hier erstmal der Risikohinweis und in dieser Woche gibt es nahezu nur Positives zu berichten, nahezu erfolgreiche Setups, angefangen hier mit dem DAX-Setup, jedes Mal hier betont auch, dass es aufwärts geht. In den Videos, DAX dürfte weiter anziehen, etc. DAX endlich über Beitriggermarke. Also hier wurde nie Abstand genommen von diesem Szenario. Des Weiteren sind ja hier, wie man sieht, einige Kursziele ja schon erreicht worden, Zwischenziele. Das große Kursziel steht noch aus. Mit jetzt gerade mit Hinblick auf den Dow Jones, der hat auch neue, sogar All-Time-Highs erreicht, aber der Nikkei kann wieder deutlich auch nachbörslich oder beziehungsweise halt im Future-Handel nochmal deutlich zulegen. Im Abendhandel kann hier noch morgen von weiter steigenden Kursen ausgegangen werden. Allerdings sollte man hier definitiv auch Teilgewinne mitnehmen. Wie jetzt auch bei der BMW möglich. Hier wurde das Setup auch am Wochenende erstellt und präsentiert, also nichts nachhinein reingemalt. Alle Pfeile, die Sie hier sehen, sind nicht verändert worden an dem Tag, wo das Setup erstellt worden ist. Hier auch eine Pro7 Teilgewinne sollte man hier definitiv nach 5R mitnehmen. Hier bei 39,40 Einstieg war 36,30 rum und ja, auch hier sensationell hat hier die Tagesunterstützung gezeigt. Klar, wer die anderen Videos kennt, hier war ich extrem positiv auch über dieser Marke, sollte es direkt nach oben gehen, auch hier mit einem kleinen Absacker, da aber hier das Deutschlandspiel stattfand, war ich nicht am Rechner, hier wäre ein Minus-Trade entstanden. Allerdings dann wieder hier exakt alles so hingezeichnet und auch hier in dem Video erwähnt, Video in der Analyse erwähnt, Widerstand 48,85, da stand er eben noch nicht und genau hier ist er hingelaufen. Der Höchstkurs war 86, 1 Cent darüber. Also alles, was am Wochenende präsentiert worden ist, lag oder liegt im Plus oder wurde verkauft. Hier gab es ein Short Setup, das Long Setup wurde jetzt hier nicht vorgestellt. Hier dürfte das Währungspaar Euro-Yen zurückkommen, wieder an die Oberkante des Rainbows. Hier wird abgewartet, dass hier definitiv einen höheren Schlusskurs als über diese Marke und das Setup bestand sowieso als Wochensetup, aber auch als Tagessetup kann man das im Prinzip benutzen, nur hier gab es eben noch kein höheres Hoch über diese andere Tageskerze und muss man mal abwarten noch. Gold kommt etwas größer zurück, hier ist natürlich der Ausblick positiv, aber ab zu dem Zeitpunkt wurden keine höheren Kursziele mehr genannt oder aggressiv long gegangen, genauso wie hier war nur eine Korrekturzone angedacht. Deutlich $1,5 gestiegen und hier hält jetzt ja die 20 US-Dollar Marke, kann hier auch schon jetzt wieder zu Ende sein. Da gibt es, wenn dann morgen neues Setup zu der Facebook-Aktie, die ist definitiv interessant. Ab, ja, ist aus dem Wochenchart heraus, würde eine Widerstandsmarke, also etwa im Februar veröffentlicht, auch auf GodmoTrader. Und von dort aus sollte es größer abwärts gehen. Natürlich läuft natürlich die Gefahr. Hier haben wir wieder die Quartalssaison. Die letzten Quartale sind äußerst positiv verlaufen für die Facebook. Hier darf man jetzt wirklich mal gespannt sein. Das Setup kann man traden. Über dem Hoch ist das Setup hinfällig. Allerdings nur mit einer kleinen Positionsgröße, wenn überhaupt. Denn mit sehr guten Quartalszahlen, beziehungsweise wenn der Markt das so auffasst,
kann es natürlich mit dem Gap Up hier rüber gehen. Hier bleibe ich persönlich an der Seitenlinie, werde es aber ganz genau die Zahlen begutachten, was dann wirklich für Ergebnisse rauskommen, was die Schätzungen waren, was die Erwartungen waren, was der Ausblick ist. Und wenn ich hier wirklich richtig liege von der Chartanalyse, dann dürfte es egal sein, was die Zahlen machen, der Aktienkurs wird nachgeben. Wie gesagt, wird spannend bleiben. Und hier bei der Randgold wurde zuletzt eine Widerstandszone ausgemacht, die ist erreicht worden. Also mit dem Ausbruch oder vor dem Ausbruch die Zone. Nicht, dass jetzt natürlich sagt, hier, hahaha, hier ist eine Widerstandszone. Nein, alles davor. Und hier prallt jetzt tatsächlich der Kurs ab. Charttechnisch kann funktionieren, aber natürlich nicht hundertprozentig. Hier legt man auch, das ist aber ein Wochensetup bei der Merck. Das Einzige, was nicht läuft, ist hier die Borussia Dortmund Aktie. Also hier wurden stärkere Kurse erwartet. Zur Überraschung oder ja, extrem positiv ist natürlich der Hang Seng. Der ist heute deutlich angestiegen. Kauflimit war hier. Stopp wurde schon nachgezogen. Teilverkäufe getätigt. Hier kann sowieso nichts mehr passieren. Und natürlich der Nikkei-Index, wenn man hier auf die Indikation umstellt, dann liegt man schon hier in der Zone oder hat die Zone sogar überschritten? Ne, noch nicht. Also wie gesagt, hier, das ist jetzt Indikation, da fehlen sehr viele, ja, hier von 2005, ich schaue mal, das ist eine andere Indikation, hier stimmt es definitiv nicht, was macht, ja, hier stimmt eigentlich auch nicht, also hier muss man im originalen Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, die Kurse analysieren. Man sieht ja, der steht hier definitiv schon am Kursziel. Also innerhalb von einem Tag erreicht. Das war's. Wie gesagt, so viele Setups aufgegangen. Bis Ende der Woche wird nochmal versucht, was Schönes zu finden. Aber die meisten Bewegungen sind gelaufen. Jetzt wird es schwierig, was Neues zu finden. Entweder in der Korrektur einzukaufen oder eben nochmal Ausbruch-Setups zu finden. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.